Ich habe öfters Nachrichten bekommen, seien sie privat, im Alltag oder in den sozialen Medien. Herr Abdelhamid, gibt es irgendwie ein Buch, wie man mir beibringt, wie man betet? Viele haben es leider nicht beigebracht bekommen. Viele haben es nie wirklich gelernt. Und viele schämen sich, diese zu lernen. Damit wir das nur ganz kurz mal erwähnen. Der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, zwei Menschen werden niemals lernen. Welche sind das? Der Hochmütige und der sich schämt. Der Hochmütige denkt, er kann alles und weiß alles, ist sich zu schade zu fragen. Und der sich schämt, der wird auch nicht lernen, weil er sich denkt, sie werden schlecht über mich reden, sie werden mich auslachen etc. Und das ist auch das Problem in unserer heutigen Zeit. Und Alhamdulillah, ich habe lange auf diesen Tag gewartet. Und das, was auch sehr, sehr interessant ist, ich habe über Wochen gewartet, bis dieser Tag kommt, damit wir endlich dieses Video aufnehmen. Kaum ist dieser Tag gekommen, kam der Shaitan, la'anatullah alayhi, zu mir. Und ich glaube, das war wirklich vielleicht sogar Iblis höchstpersönlich. Der hat so in meinen Kopf eingeredet, nein, geh nicht, nein, mach nicht, du hast zu tun. Und ich dachte mir, subhanallah, weil das Gebet die größte Ibadah ist nach dem Tawhid. Und der Tawhid ist verbunden mit dem Gebet. Guck mal, wie der Shaitan kommt und mich voll quatscht, nur damit die Muslime es nicht lernen. Warum erwähne ich das? Bevor wir euch beibringen, wie das Gebet funktioniert, möchte ich nur einige Sachen mit euch klären. Nehmt ein Heft, nehmt einen Stift, nehmt ein Buch und schreibt euch alles mit auf in diesem Video. All das Gesagte, all das Gemachte. Schreib dir das so auf, dass du eine gute Übersicht hast, dass du alles frei lesen kannst. Und im Gebet wirst du das immer neben dir haben. Ist egal, wer dich anguckt. Und wenn du dich schämst, zur Moschee zu gehen, dann mach es erstmal nur zu Hause. Nimm das nonstop zu dir, lies es vor dir, leg es vor dir, leg es neben dir, leg es unter dir, so dass du immer ablesen kannst. Daran ist nichts Falsches. Die zweite Sache ist, du musst wissen, so wie der Shaitan zu mir gekommen ist, so wird er auch zu dir kommen, sobald du anfängst zu beten. Sowas bringt den Shaitan zum Kochen. Sowas bringt den Shaitan zu brennen. Wenn er sieht, dass der Abdullah oder dass die Amatullah, dass der Diener Allahs oder die Dienerin Allahs zurückkehrt zu seinem Ursprung der Schöpfung, zurückkehrt zu dem Schöpfer selbst in der Anbetung, das macht ihn kaputt. Das heißt, er wird euch so einflüstern. Manchmal wird er euch Angst machen. Manchmal wird er euch Faulheit einflüstern. Manchmal wird er euch Fehler einflüstern. Komplett ignorieren, denn du stehst gerade vor Allah und lernst, wie man diesen Schöpfer, den einen anbetet. Diese zwei Ratschläge, schreib dir alles auf und ignoriere jede Waswasa, Einflüsterung, jede Ablenkung um dich herum oder in dich selber, in den Gedanken und konzentriere dich nur auf die Wahrheit. Die dritte Sache ist noch zum Abschluss. Ich werde euch das Minimum des Gebets beibringen. Das Minimum, dass dein Gebet gültig ist. Unser Islam, Alhamdulillah, ist groß und das Wissen ist groß. Und manchmal wirst du Angelegenheiten sehen im Gebet, wo du sagst, hey, ich kenne es aber anders oder ich habe es anders gesehen. Aber mein Kollege, mein Vater, mein Onkel, mein Nachbar hat gesagt, aber man macht das so. Ignoriere jeden und alles. Du lernst jetzt das Gebet vom Minimum, so dass dein Gebet gültig ist. Ob ich die Hände so heben werde oder so heben werde oder so heben werde, spielt keine Rolle. Allah wird dich nicht fragen, ja, Abdelhamid, hast du deine Hände hier gehoben oder hier gehoben? Allah wird mich fragen, Abdelhamid, hast du deine Hände gehoben? Allah wird mich nicht fragen, bist du erst mit den Knien oder bist du erst mit den Händen runtergegangen? Allah wird mich fragen, Abdelhamid, bist du runtergegangen? Und das ist das A und O. Und deswegen bitte ich auch jeden Bruder und jede Schwester, kommentiert nicht unter den Kommentaren, erklärt es nicht, lasst es einfach so und macht keine Waswasa. Die Geschwister, die es noch nicht kennen, lasst euch bitte, bitte nicht vollquatschen. Ihr lernt es und wenn ihr es gelernt habt, setzt ihr es um. Und wenn ihr es umgesetzt habt und es ist euer Alltag geworden, das heißt, ihr gehört jetzt wirklich zu den Betenden, dann erst kümmerst du dich, wie du dein Gebet schmückst. Ob es richtig ist, so oder so, oder erst mit den Knien, erst mit den Händen, wie ich meine Finger. Erst dann kümmerst du dich um diese Angelegenheit. Möge Allah uns viel Erfolg geben und möge Allah uns Aufrichtigkeit geben. Dann fangen wir an. Nachdem wir uns gewaschen haben, ziehen wir das an, was wir anziehen müssen fürs Gebet. Bei einem Mann, es scheint komplizierter, ist es aber nicht. Das ist nichts Religiöses, das ist mehr eigentlich kulturell. Aber es erfüllt die Bedingungen für den Mann im Gebet. Welche sind die Bedingungen? Mein Bruder, bei dir darf man nichts Enges im Schritt erkennen. Es darf nicht eng sein. Es müsste locker ansitzen, das tut es. Man darf deine Kniescheiben nicht sehen im Gebet. Das heißt, theoretisch darf ich sogar so beten. So. Würde ich das aber jetzt höher machen, über mein Knie, wäre das schon ein Problem. Deswegen, und das erfüllt unsere Angelegenheiten, hinten sehe ich oft, das ist ein Fehler, den man auch ansprechen muss. An Jumu'ah meistens sieht man das. Viele tragen eine Jeans und dann tragen sie ein T-Shirt. Und wenn sie dann in der Verbeugung sind, kommt das hier alles raus. Das macht das Gebet ungültig. Rücken, Steißbein darf man nicht sehen im Gebet. Sieht man es, ist dein Gebet ungültig. Ob du es weißt oder nicht weißt. Deswegen musst du es lernen und jetzt weißt du es. Entweder du packst dein T-Shirt rein oder du ziehst hier sowas an.
Und das ist der Grund, warum wir sowas hier anhaben. Ich trage im Alltag auch ganz normale Klamotten, aber fürs Gebet gerne das, weil da muss ich nicht nachdenken. Sieht man das? Wenn ich mich verbeuge, mein T-Shirt guckt raus, es erfüllt seine Bedingungen und man kann damit ganz normal beten. Bei einer Frau ist es viel, viel einfacher. Bei einer Frau, sie muss von Kopf bis Fuß bedeckt sein. Umhüllt sein. Wichtig, Schwester. Umhüllt, nicht eingewickelt. Das sind zwei verschiedene Begriffe. Leider haben manche Schwestern die Schwierigkeiten, dass sie relativ engere Klamotten tragen, als sie diese im Gebet tragen sollten. Auch im Alltag, aber wir reden jetzt nur im Gebet. Einwickeln nicht. Das heißt, wenn man das schon sieht, das ist eingewickelt. Das ist nicht umhüllt. Man erkennt hier klar ein Bein. So ein Gebet. Lieber so. Das ist umhüllt. Und so muss das sein. Das Gesicht darf man sehen, die Haare, also das, was die Schwester bedecken muss, ihre Haare und ihr ganzen Körper bis hin zu den Füßen. Was wir vielleicht erwähnen können, in der hanefitischen Rechtsschule, obwohl ich das eigentlich, ich mache es jetzt auch nur das erste und letzte Mal in dieser Angelegenheit, dass man die Füße einer Schwester sehen darf, auch im Gebet. Aber ignorieren wir das mal. Wir wollen jetzt nicht erwähnen das, sondern wir lernen einfach nur das 1 plus 1. Von Kopf bis Fuß. Umhüllt, nicht eingewickelt. Ein Kleid, ein Khimar, ein Hijab bis Fuß. Du ziehst dir Socken an, damit man deine Füße nicht sehen kann. Wenn die sehr, sehr warm ist, wie im Sommer, dann barfuß, aber dann darf man deine Füße nicht sehen. Dann ziehst du deinen Rock so runter, dass deine Füße bedeckt sind. Einfache Angelegenheit. Wenn wir uns gewaschen haben, bedeckt haben, drehen wir uns Richtung Qibla. Die Absicht ist sowieso da zum Beten. Allein das Waschen schon dafür erfüllt die Absicht. Wir drehen uns dann Richtung Qibla. In der Moschee ist es sehr, sehr einfach. Also jeder, der in der Moschee die Qibla verfehlt, Allahu alam, ob er dann noch verpflichtend ist, überhaupt zu beten. In der Moschee ist es einfach herauszufinden. Man betet in Richtung Qibla. Zu Hause, alhamdulillah, ein Vorteil hat die moderne Welt. Du lädst ja eine Qibla-App runter und hältst dich einfach nach der Qibla-App. Funktioniert die Qibla-App aus welchen Gründen auch nicht immer, dann hältst du dich einfach südostlich. Aber ich bezweifle es, dass irgendeiner weiß, wo Norden und Süden und Westen und Osten ist. Wenn wir im Zimmer sind, haben wir keine Ahnung. Und ich bezweifle es, dass wir irgendwie einen Kompass haben. Das in der modernen Welt ist eigentlich eine Qibla-App runterladen und dann zeigt er dir die Qibla an und dann stellst du dich dahin. Haben wir das auch erfüllt, dann stellen wir uns gerade hin. Die Füße müssen oder sollten, nicht müssen, sollten die Breite deiner Schultern haben. Die Breite deiner Schultern haben. Du stehst gerade und stellst dich so hin. Wenn du das gemacht hast, beginnt das Gebet jetzt. Wir haben uns gewaschen. Wir haben uns vernünftig bedeckt. Wir haben einen sauberen Platz. Das heißt, du brauchst nicht immer einen Gebetsteppich. Es reicht auch, wenn du zu Hause, selbst wenn es ein bisschen unordentlich ist, spielt keine Rolle. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hat gesagt, ein Vorteil von mir gegenüber den anderen Propheten ist, dass Allah mir die Dunya als Masjid gemacht hat. Überall können wir beten. Sobald es nicht unrein ist, kannst du darauf beten. Das heißt, wenn du einen Gebetsteppich hast, schön. Das, was ich euch empfehle, vielleicht auch für die Konzentration und Demut im Gebet ist, euch immer einen Platz in eurem Zuhause auszusuchen. Dort stellt ihr einen Gebetsteppich hin und ihr betet immer an diesen einen Platz. Weil so gewöhnt ihr euren Herz an, hey, das ist der Platz der Gottesfurcht. Das ist der Platz des Gebetes. Und wenn dein Herz sich daran gewöhnt hat, egal was im Hintergrund passiert und egal was für Probleme du hast, sobald du dich dahin stellst, weiß dein Herz, okay, jetzt wird Allah angebetet. Das ist meine Nasiha. So, unser Platz ist sauber, Kleidung ist sauber, Kleidung bedeckt uns. Wir nehmen uns die Absicht. Und das Erste, was wir euch beibringen, ist das Morgengebet. Al-Fajr. Das Morgengebet hat zwei Gebetseinheiten. Zwei Gebetseinheiten. Das heißt, ich stehe morgens auf, habe mir einen Wecker gemacht, gewaschen, angezogen. Ich brauche es nicht immer wieder wiederholen. Und ich stelle mich jetzt so hin. Die Beine sollten die Weite der Schulter haben. Habe ich dies gemacht, fange ich an. Wie fange ich an? Bevor ich euch beibringe, nochmal was sehr, sehr Wichtiges. Ich habe es wiederholt, aber ich wiederhole mich nochmal. Lasst euch nicht vollquatschen von niemandem. Er hat so gelernt, nein, das ist nicht richtig. Du lernst jetzt das Gebet und dein Gebet wird gültig sein. Das ist das Wichtigste. Allein die Absicht fürs Gebet ist sehr, sehr einfach. Das bloße Hinstellen und du sagst, ich in deinem Herzen, wir sprechen es nicht aus, sondern im Herzen fassen wir uns die Absicht, ich bete jetzt das Morgengebet, ich bete jetzt das Mittagsgebet, ich bete jetzt das Abendgebet. Das passiert alles im Herzen, ohne es auszusprechen. Hast du es getan und du sagst, jetzt bete ich das Morgengebet, dann machst du deine Hände so. Allahu Akbar. Das heißt, du hebst deine Hände hier und es spielt keine Rolle, hier oder hier oder hier. Das lernst du später, wenn du es auswendig gelernt hast. Erstmal nur die Hände heben, den Takbiratul Ihram, Allahu Akbar. Und sprichst dabei den Takbir. Allahu Akbar. Allah ist größer als all das, was jetzt gerade hinter mir steht. Mit deinen Händen wirfst du deine Sorgen, deine Probleme, dein Kummer, deine Trauer, deine Arbeit, deine Schule, alles wirfst du hinter dir. Allahu Akbar, Allah ist größer als all das, was gerade hinter mir ist. Und so macht man das. Allahu Akbar. Habt ihr dies getan? Legt ihr die linke Hand auf den Bauch und die rechte Hand über dein Handgelenk. Das heißt, deine rechte Hand übergreift dein linkes Handgelenk
und ihr bleibt in dieser Position. Manche werden euch, ich wiederhole es wieder, manche werden euch sagen, hier, nein, hier, nein, hier. Manche werden sagen, so, ignoriert es. Das lernt ihr viel, viel später, wenn ihr das Gebet schon auswendig kennt. Jetzt erstmal nur das Minimum. Nachdem ihr den Allahu Akbar gesprochen habt, linke Hand auf dem Bauch, über dem Bauchnabel und mit der rechten Hand das linke Handgelenk übergreifen und dann steht ihr so. Wo gucke ich hin, Abdelhamid? Am besten immer auf den Punkt, wo dein Gesicht den Boden berühren wird. Ich schätze das ab. Weil wenn ihr links und rechts guckt, ihr werdet abgelenkt sein. Ihr guckt immer auf den Boden, wo ungefähr deine Stirn den Boden berühren wird. Und dann konzentriert ihr euch, denn jetzt steht ihr vor dem Schöpfer. Jetzt gibt es nichts anderes mehr, außer Allah allein. Nur du und dein Schöpfer. Wie am Tag des Gerichts. Wenn du ein Gefühl haben willst von Yawm al-Qiyamah, ist das das Gebet. Nur du und dein Schöpfer. Und dann sprechen wir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Das nennt man die Al-Fatiha. Ohne die Al-Fatiha gibt es kein Gebet. Al-Fatiha ist Ummul Quran, die Mutter des Korans. Die Al-Fatiha ist deine Säule, ist deine Tür zum Paradies der Al-Fatiha. Wenn du wissen willst, was Tawhid bedeutet, wie Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah sprach, إياك نعبد وإياك نستعين. Vollkommene Tawhid und das sprichst du in deinem Gebet. Das liest du laut. Das heißt, du schreibst es dir auf, nimmst den Zettel vor dir. Das heißt, wenn du den Zettel vor dir hast, ist es ja sehr schwer, deine Hände hier zu halten. Das heißt, dann hältst du deine Zettel so und liest es ab. Hat man die Al-Fatiha hinter sich, was ist der nächste Schritt? Der nächste Schritt ist, bevor wir zum nächsten Schritt gehen, manche werden sagen, man muss eine Sure danach lesen. Das ist nicht richtig. Es ist eine Sunnah. Eine freiwillige Tat, eine Verschmückung des Gebets, eine Sure danach noch zu lesen. Aber das Gebet nur mit der Al-Fatiha ist 100% gültig. Alles, was danach kommt, ist nur Demut, Khushu', ist nur Verschmückung, ist nur eine Verlängerung, ist nur eine Verschönerung deines Gebets. Aber, was haben wir gesagt? Wir wollen ja jetzt erst nur das Gebet lernen. Also lernst du jetzt erstmal nur die Fatiha. Das, was man vielleicht nochmal sagen kann, wenn du noch eine Sure danach lernen möchtest, nachdem du das Gebet gelernt hast, ist Suratul Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Ist inshallah einfach zu lernen, weil die Suren ein bisschen kürzer gefasst sind für uns zum Auswendiglernen. Suratul Ikhlas, Suratul Kauthar, Inna a'tainaka al-Kauthar, Suratul Nasr, Idha ja'a Nasrullahi wal-Fath. Die etwas kürzeren Suren, Qul a'udhu bi Rabbil Falaq, Qul a'udhu bi Rabbil Nas. Das sind Sachen, die ihr vielleicht, nachdem ihr das Gebet gelernt habt, als nächstes lernen solltet. Weil alles, was das Gebet schmückt, ist eine größere Belohnung bei Allah subhanahu wa ta'ala. Wir haben die Al-Fatiha gelesen. Das nächste, was wir machen, ist, wir sprechen wieder den Takbir. Wir sprechen wieder Allahu Akbar und dann gehen wir runter. Mit unseren Händen berühren wir unsere Knie. Die Beine bleiben gerade in Schulterbreite. Unser Rücken sollte optimals einen 90-Grad-Winkel bilden. Wir gucken immer noch auf den Boden der Niederwerfung und das ist unsere Position des Verbeugens, Al-Ruku'. Das ist die Position der Muwahidin, wenn wir das so schön sagen möchten. Die Knie sollten, wenn es möglich ist, gut ausgestreckt sein. Der Rücken sollte schön gebogen und stramm sein. Die Handflächen an die Knie. Und man sollte sich relativ nicht verspannen. Das heißt also jetzt so machen. Man muss jetzt nicht seine Knie nach hinten drücken. Man sollte aber auch seine Knie jetzt nicht einfach so in der Kniebeuge lassen, sondern ein gesundes Gerade halten, sodass man auch so lange verbeugt bleiben kann. Denn die Verbeugung ist gerade für deinen Schöpfer. Diese Praxis, die wir gerade zeigen, das ist eine Praxis, die dich ins Paradies bringen wird. Also man sollte ein gesundes Verhältnis zwischen dehnen und locker lassen. Du solltest deine Knie nicht nach hinten komplett drücken, weil so wirst du nicht lange bleiben können. Das zieht nach einigen Sekunden. Aber wir sollten auch nicht so jetzt in die Hocke so uns quasi drauf anlehnen. Ein gesundes Verhältnis. So, dazwischen. So, dass wir das auch lange aushalten können. Denn umso länger du in dieser Position verbleibst, umso schöner ist die Anbetung und umso mehr Belohnung bekommst du. Das ist die Position. Was sprechen wir in der Verbeugung selbst? In der Verbeugung selbst sprechen wir Subhan Rabbil Azim.
Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Dreimal. Mindestens einmal, das ist die Pflicht. Sunna ist es, dreimal zu sprechen. Und das würde dann so aussehen. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Die nächste Bewegung, die nach der Verbeugung kommt. Das heißt, wir müssen uns verbeugen und wir müssen mindestens einmal, und das Optimalste wäre dreimal, Subhana Rabbil Azim sprechen. Wenn wir diese gesprochen haben, ist die nächste Bewegung folgende. Sami Allahu liman hamida. Diese sprechen wir während der Bewegung aus. Das heißt, wir haben unsere Verbeugung gemacht. Wir haben dreimal Subhana Rabbil Azim gesprochen. Und das nächste, was wir machen, ist Sami Allahu liman hamida. Daraufhin bleiben wir im Stehen und sprechen Rabbana wa lakal hamd. Und die Hände lässt ihr locker flockig einfach an euren Hüften. Also das heißt Verbeugung. Sami Allahu liman hamida. Hände locker und flockig an den Seiten hängen lassen und sprechen Rabbana wa lakal hamd. Mein Herr, dir gebührt der Lob. Nachdem wir dies getan haben, kommt eigentlich der Höhepunkt eines Muslims gegenüber seinem Schöpfer. Und das ist die Sajda, der Sujud. Die Niederwerfung für Allah subhanahu wa ta'ala. Die Niederwerfung ist an sich sehr einfach, aber sie hat ihre Bedingungen. Und diese werden wir euch zeigen. Nachdem wir dies gemacht haben und Rabbana wa lakal hamd gesprochen haben, ist der nächste Schritt zu sagen, Allahu Akbar. Damit wir das einmal flüssig zeigen können, ich bin in der Niederwerfung. Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim, Subhana Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamida. Rabbana wa lakal hamd. Und der nächste Schritt ist jetzt zu sprechen, Allahu Akbar. Und dann gehen wir runter. Es spielt keine Rolle, ob mit den Händen oder mit den Knien, einfach runtergehen. Jetzt sind wir runtergegangen und es spielt auch keine Rolle, ob man zuerst mit den Knien runtergeht oder mit den Händen. Das ist eine Angelegenheit, die lernt ihr viel, viel später. Jetzt ist erstmal das Wichtigste, runterzugehen. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Wichtig ist in dieser Angelegenheit, dass sieben Knochen deines Körpers, wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam uns das gesagt hat, den Boden berühren. Das sind einmal Stirn und Nase, die beiden Hände bzw. die beiden Handflächen, beide Knieflächen und beide Füße. Und wenn man dann den Boden erreicht hat, müssen wir erstmal wissen, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sagte, das ist die Stelle, wo der Diener am nächsten ist zu seinem Herrn. So verlängert eure Niederwerfung. Das heißt, wenn du Allah etwas zu sagen hast, wenn du Allah etwas mitteilen möchtest, wenn du Frust loswerden möchtest, verlängere deine Niederwerfung. Denn der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, jede Niederwerfung erhöht eure Rangstufe im Paradies. Das heißt also, um zurückzukehren, wir sind im Sujud, Stirn und Nase berühren den Boden, unsere Hände sind zwischen Schulterhöhe und Kinn. Und dann sagen wir dreimal, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la, Subhana Rabbil A'la. Gepriesen, frei von Fehler ist mein Herr der Allerhöchste. Das heißt, wenn du für dich den tiefsten Punkt erreicht hast und dein Gesicht auf den Boden tust, das würdest du ja für keinen anderen machen, außer für wen? Allah. Sprichst du die höchsten Worte, indem du sagst, ich bin am niedrigsten Punkt und lobpreise den Höchsten. Subhana Rabbil A'la. Frei von Fehler ist mein Herr der Allerhöchste. Und das ist auch das, was Allah am meisten liebt von seinen Dienern nach dem Tawhid, die Sajda. Also, zeigen wir noch einmal, wie eine Sajda, wie eine Niederwerfung aussehen muss. Kehren wir zurück zur Niederwerfung und zeigen, was man jetzt als nächstes macht. Allahu Akbar. Man spricht den Takbir, Allahu Akbar, und steht von seiner Niederwerfung auf, wenn man fertig ist mit seiner Niederwerfung. Du kannst entscheiden, wie lange sie gehen soll. Außer, du bist in der Moschee, da entscheidet der Imam dies. Da folgst du dem Imam. Betest du aber zu Hause, dann entscheidest du, wie lange du deine Niederwerfung machen möchtest. Umso länger, umso besser. Bittgebete kannst du sprechen in jeder Sprache, die du möchtest. Allah versteht die Sprache des Herzens. Das heißt, du sprichst dreimal Subhana Rabbil A'la und machst Bittgebete. Dann sprichst du den Takbir, Allahu Akbar, und setzt dich hin. Die Handflächen berühren die Knie. Die Handflächen berühren die Knie. Und dass die Füße genauso aussehen sollten, wie sie jetzt hier aussehen. Das heißt, dein linker Fuß sollte als Sitzfläche für dich dienen und dein rechter Fuß geradeaus runter.
So sollte man sitzen, wenn man wieder aufsteht von der Niederwerfung, vom Sujud, von der Sajda. Und dann spricht ihr zweimal. Und damit es auch einmal erwähnt ist, das Beste ist immer, ihr guckt auf den Punkt der Niederwerfung. Gegebenenfalls, wenn ihr euch das eh alles aufgeschrieben habt jetzt vom Gebet, legt ihr euch die Zettel vor euch hin und liest dann von dem Zettel ab. Ist kein Problem, bis ihr es auswendig kennt. So guckt ihr auf die Stelle der Niederwerfung oder auf eurem Blatt, beide Hände auf den Knien und spricht dann zweimal. Rabbighfirli, Rabbighfirli. Mein Herr, vergib mir. Mein Herr, vergib mir. Dann spricht man wieder den Takbir. Allahu Akbar. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Subhana Rabbil A'la. Allahu Akbar. Jetzt haben wir zwei Niederwerfungen, haben den Takbir gesprochen. Den Takbir Allahu Akbar spricht man immer, wenn man sich bewegt. Und jetzt gehen wir wieder hoch und beten die zweite Gebetseinheit. Stehen wir, haben wir wie erwähnt eine Gebetseinheit hinter uns und es beginnt nun die zweite. Und es ist dasselbe Spiel. Linke Hand auf dem Bauch mit der rechten Hand. Linkes Handgelenk greifen und dann fangen wir wieder an, die Al-Fatiha zu lesen. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen, Ar-Rahman Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in, ihdina as-sirata al-mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين الله أكبر سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر رب اغفر لي رب اغفر لي الله أكبر سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى الله أكبر زه Was macht man jetzt? Das heißt, wir haben zwei Gebetseinheiten. Wir haben jetzt beide Niederwerfungen erledigt. Was ist der nächste Schritt, um die zwei Gebetseinheiten zu beenden? Das würde wie folgt aussehen. Ihr legt eure Hände auf den Knieflächen, guckt auf den Boden der Niederwerfung und spricht. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين Jetzt, in dem Moment, wo man die Shahada spricht, hebt man den Finger und man fokussiert seinen Blick, der vorher auf der Niederwerfung war, auf der Spitze des Fingers. Hebt ihn hoch und bezeugt damit die Einigkeit Allahs subhanahu wa ta'ala, den Tawhid, und spricht: Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ab diesem Moment lässt ihr ihn einfach nur gerade stehen bis zum Ende. Ihr werdet manche sagen hören, Herr Abdulhamid, ich kenne es anders. Wenn du es anders gelernt hast, ist kein Problem. Das Video ist auch nicht für dich. Das Video ist für die, die es noch nicht kennen. Und sie lernen erstmal eine Art, eine Form, die Basics. Und wenn es ein Alltag von ihrem Leben ist, dann gehe ich mal stark davon aus, werden sie sich bemühen, ihr Gebet so zu schmücken, so dass es am ähnlichsten nach der Sunna ist. Und das ist eine Form. Ihr hebt euren Finger erst bei der Shahada und dann lässt ihr ihn einfach gerade ausgestreckt Richtung Qibla, zeigt die Einigkeit Allah subhanahu wa ta'ala und ihr spricht dann folgendes. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد Wenn wir hier fertig sind, wenn wir hier fertig sind und dies zu Ende gesprochen haben, so senken wir wieder unseren Finger runter und beenden das Gebet, indem wir dann sagen Assalamu alaikum wa rahmatullah Assalamu alaikum wa rahmatullah Zwei wichtige Sachen.
Einmal, das heißt nicht Assalamu alaikum wa rahmatullah, sondern es muss Assalamu alaikum heißen. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Nicht Assalamu alaikum, Assalamu alaikum. Wichtig. Und die zweite Sache ist, manche werdet ihr so sehen, lassen wir dies offen stehen, lernt das auf diese Art und Weise für den Anfang. Indem der Blick hinter eure Schulter guckt. Wie würde das aussehen? Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Das heißt, ihr dreht euren Kinn, soweit es geht, zu eurer Schulter und spricht dann Assalamu alaikum wa rahmatullah. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Und so habt ihr euer Gebet vervollständigt. Und so sieht das Morgengebet aus. Als ich angefangen habe zu beten, ich bin ja nicht betend auf die Welt gekommen. Und als ich so dann so langsam jugendlich wurde, 16 Jahre alt, glaube ich, war das bei mir. Und als ich dachte, boah, ich will beten, aber weil, wie gesagt, manche bekommen das von zu Hause nicht mit. Vielleicht ist das Haushalt nicht religiös, vielleicht Scham, vielleicht keine Zeit. Vielleicht habt ihr das mal mitbekommen als kleine Kinder, aber keiner, der vorbetet. Also man hat keine Beispiele zu Hause oder man hat nichts mit der Moschee zu tun. Über die Jahre hinweg verlernt man dann einiges. Und als ich dann das Gebet gelernt habe und gesehen habe, so wenig, und das bringt mich ins Paradies, das war so eine Herzensangelegenheit. Und ich weiß noch bei mir, als ich das erste Mal beten konnte, ohne dass mir jemand irgendwie reinredet oder mir beibringt. Ich habe es wirklich gelernt und ich habe wirklich selbstständig alleine gebetet. Ich weiß noch, wie ich geweint habe. Es war ein Gefühl von Stolz, es war ein Gefühl von, ich will nicht sagen Erniedrigung, ein Gefühl von Unterwerfung gegenüber Allah. Das Herz war am Beben, subhanallah. Das Herz war am Beben gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala. Und manchmal wünsche ich mir diese Khushu, diesen Iman, diese Momente wieder zurück. Weil umso länger ihr betet und umso älter ihr werdet und umso mehr ihr im Alltag zu tun habt, manchmal verschwindet dieses Gefühl von Überzeugung im Gebet. Manchmal betet man es einfach schnell hinter sich. Und manchmal vermisse ich wirklich dieses Gefühl, dass ich weiß, hey, ich bete gerade den Schöpfer selbst an. Das ist gerade Allah, den ich anbete. Und ich weiß, bei meinem ersten Gebet, ich habe mich so gut gefühlt. Als wären Tonnen Last von meiner Schulter runtergefallen. Als hätte mich jemand befreit. Als wäre ich angekettet gewesen. Als hätte ich Gardinen. Als hätte ich etwas vor meinen Augen. Und jemand hat das von mir alles losgelöst. Und ich habe die Welt mit ganz anderen Augen gesehen. Und ich habe Allah subhanahu wa ta'ala ganz anders wahrgenommen. Deswegen ist es wichtig, dass ihr euch das alles aufschreibt und lernt. Und so sieht ein Gebet mit zwei Gebetseinheiten aus. Der nächste Schritt ist das Mittagsgebet. Sieht sehr, sehr ähnlich aus. Es gibt nur einen Unterschied. Den zeigen wir euch. Bei dem Mittagsgebet, das heißt, wir haben die Zeit erwartet oder darauf hingewartet. Wir sind wieder gewaschen, wir haben uns wieder vernünftig bedeckt. Unser Platz ist sauber, wir haben uns Richtung Qibla gedreht. Ist das Gebet im Prinzip eigentlich gleich. Der Unterschied ist nur, zum Morgengebet rezitiert man die Al-Fatiha laut. Nicht schreiend, aber laut. Und Dhuhr betet man leise. Man murmelt es vor sich hin. Und es sieht gleich aus. Es ist das gleiche Gebet. Ich zeige euch das einmal vor. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Subhana Rabbil Azim. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Allahu Akbar. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Subhana Rabbiyal Azim. Sami Allahu liman hamida. Allahu Akbar.
Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wichtig ist jetzt, haben wir zwei Gebetseinheiten vom Mittagsgebet. Hier kommt jetzt der Unterschied zwischen zwei im Vergleich zu drei oder vier Gebetseinheiten. Welcher? Wir lesen nur bis zu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Das ist die Mitte. Wie würde das aussehen? التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Haben wir dies gesprochen? Wird jetzt nicht weiter Allahumma salli wa sallam ala nabiyyina Muhammad gelesen, sondern hier sagen wir dann Allahu Akbar. Stehen auf, heben die Hände wieder hoch, während wir das gesprochen haben. Das heißt, Allahu Akbar. Jetzt sind wir aufgestanden und wir lesen wieder die Al-Fatiha. Wieder komplette zwei Gebetseinheiten, so wie wir sie gelernt haben. Zwei Gebetseinheiten beten wir wieder komplett, bis wir wieder kommen zum Sitzen und At-Tahiyyatu Lillahi wa Salawatu wa Tayyiba sprechen müssen. Jetzt sind wir wieder im Sitzen. Jetzt müssen wir wieder At-Tahiyyatu Lillahi wa Salawatu wa Tayyiba sprechen. Wo wir zu dem Punkt kommen, wo wir sprechen Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah. Was ihr euch mit aufgeschrieben habt, hoffe ich. Hier ist jetzt aber der Unterschied, weil wir in der zweiten aufgestanden sind, um die dritte und vierte zu machen, weil das Mittagsgebet vier Gebetseinheiten hat. Hier sprechen wir das dann komplett durch, wie das, wie wir es gelernt haben. Das heißt, so würde es aussehen. التحيات لله والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله. Und so, liebe Geschwister, haben wir das Gebet gelernt. Wir haben euch gezeigt, wie das Fajr-Gebet aussieht, zwei Gebetseinheiten. Wir haben euch gezeigt, wie ein Gebet mit vier Gebetseinheiten ausschaut. Das Dhuhr-Gebet, Mittagsgebet. Das Asr-Gebet ist 1:1 wie das Mittagsgebet. Das Maghrib-Gebet besteht aus drei Gebetseinheiten. Das heißt, ihr macht in der zweiten Gebetseinheit einen Cut bis zu Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Steht ihr auf, betet die dritte und in der dritten beendet ihr das komplette Gebet, so wie ihr es gelernt habt, wie man gewöhnlich in der vierten Gebetseinheit betet. Und daraufhin kommt das Isha-Gebet, das Nachtgebet, vier Gebetseinheiten. Diese liest man auch laut, die ersten zwei. Genauso gewöhnlich betet man sie wie das Mittagsgebet und das Nachmittagsgebet. Das heißt also, alles was bis zwei Gebetseinheiten hat, habt ihr gelernt. Alles was bis vier Gebetseinheiten hat, bei der zweiten macht ihr in der Mitte Stopp, steht auf, betet noch zwei drauf oder drei, je nachdem, was für ein Gebet ihr betet und macht es so zu Ende, wie ihr es gelernt habt. Und so funktioniert das Gebet, liebe Geschwister. Es ist nicht mehr als das. Es ist tatsächlich nur aufschreiben, auswendig lernen, wenn man es auswendig gelernt hat. Mit dem Herzen anwesend sein. Allah subhanahu wa ta'ala anbeten bis zum Tod und egal, was dazwischen kommt, nichts ist wichtiger als dein Gebet. Falls Leute kommen und sagen, nee, du machst das falsch mit dem Finger, mit den Händen, wie ich euch das zu Beginn gesagt habe. Ignoriert es. Der Islam ist groß, es gibt viele Meinungen. Lernt es erstmal in- und auswendig, wenn ihr es auswendig gelernt habt und es ein Bestandteil eures Alltags geworden ist, dann erst beschäftigt ihr euch mit Meinungsverschiedenheiten zwischen den Rechtsschulen. Macht man so die Hände, macht man so die Hände, macht man so die Hände, macht man hier die Hände oder hier die Hände oder betet man so, bewegt man so den Finger oder macht man so den Finger oder so. Das sind Angelegenheiten. Allah wird dich nicht danach fragen.
Wie der Prophet sallallahu alaihi wasallam sagte, das Erste, wonach der Diener Allahs an Yawm al-Qiyamah gefragt wird, ist das Gebet. Ist das Gebet gut gewesen? Ist alles, was danach kommt, auch gut? Ist das Gebet schlecht gewesen? Ist alles, was danach kommt, auch schlecht? Deswegen konzentriert euch auf das Gebet, lernt es auswendig. Und zum Abschluss, eine Nasiha nur von mir als Bruder. Ihr werdet bestimmt Menschen hören, der nicht betet, ist Kafir. Oder nee, sie sind Muslime und die Rechtschulen. Ich gebe euch nur einen Ratschlag. Der nicht betet, du Bruder, du Schwester, spiel nicht mit deinem Paradies. Spiel nicht mit deiner Zukunft. As-Salah ist das A und O für einen Muslim und eine Muslima. Egal, ob du modern bist, geschminkt bist, freizügig angezogen bist, ob du ein Shisha-Bar-Gänger bist, Freundin hast. As-Salah ist dein A und O. Vernachlässige es nicht. Richte deinen Alltag danach. Das ist das A und O. Sterben tun wir alle. Der Unterschied ist nur, ob du mit dem Gebet stirbst oder ohne den Gebet stirbst. Im Großen und Ganzen möchte ich euch nur eine Nasiha als Bruder mitgeben. Als Umar al-Faruq, Umar ibn Khattab, wie ist er von uns gegangen? Im Gebet. Er stand im Gebet. Und dann wurde er angestochen im Gebet, ist umgekippt, voller Blut, Bewusstlosigkeit verloren, kam wieder zu sich. Und dann, als er wieder zu sich kam, die Menschen waren ihn am Waschen, am Tragen und hatten Sorge. Das Erste, was er sagte, das Gebet, ich muss beten. Sie sagten, ja, Amir al-Mu'minin, langsam, komm erstmal zu dir. Und dann, was hat er gesagt? Derjenige, der nichts mit dem Gebet zu tun hat, der hat nichts mit unserer Religion zu tun. Deswegen, liebe Geschwister, As-Salah, das Gebet, ist die Bestätigung zum Tawhid. Das Gebet ist die Bestätigung zum Tawhid. Und der Tawhid ist der Schlüssel zum Paradies. Vergiss das nicht. Möge Allah uns gut und besser machen. Möge Allah uns erfolgreich machen. Möge Allah euch eure Angelegenheiten leicht machen beim Erlernen des Gebets. Alles, was gut war, kam von Allah. Alles, was schlecht gezeigt worden ist oder nicht deutlich gezeigt worden ist, kam von mir und dem Shaitan. Versucht, das Beste daraus zu machen. Nehmt euch Zeit dafür, verbreitet es, lernt es, auf das ihr erfolgreich seid. Assalamu alaikum.